Die Standpunkte der Parteien könnten nicht unterschiedlicher sein. Vor allem das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit sorgt für starke Diskussionen bei den jeweiligen Klausuren. Hier gibt es eine ganz klare Haltung. Die CSU hat sich immer für Zuwanderung ausgesprochen, hat sich für Zuwanderung eingesetzt, aber hat immer ganz klar gesagt, wir wollen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, in den qualifizierten Arbeitsmarkt, nicht so sehr in den Niedriglohnbereich oder in den nicht qualifizierten Bereich, Zuwanderung in den qualifizierten Arbeitsmarkt, aber keine Zuwanderung allein in die sozialen Sicherungssysteme. Diese Position ist nach wie vor klar, unmissverständlich und eindeutig. Die Diskussion um Armutsmigration ist für mich total unsäglich. Man spielt damit Ressentiments, die auch nicht durch Zahlen hinterlegt sind. Also in Augsburg zum Beispiel, ich habe jetzt nicht gesehen, dass in den Sozialämtern Schlangen von Ausländern stehen. Bei den Fakten bleiben, das will die SPD bei der sogenannten Armutszuwanderung. Insgesamt profitiert die Region Allgäu vom geeinten Europa nicht nur bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit, sondern auch beim Export. Aber einige Vorgaben der EU schaffen auch Probleme. Wir sind natürlich von der EU in vielfacher Weise betroffen. Es geht einmal um die Förderung von bestimmten Projekten. Die EU fördert ja auch ländliche Räume. Das Allgäu und beide Schwaben, das ist ländlicher Raum, das ist das Erste. Das Zweite, das ist weniger erfreulich. Die Europäische Union schaut natürlich genau darauf, was passiert im Wettbewerb. Und wir haben beispielsweise mit dem Flughafen Memminger Berge eine Destination, die sich im Wettbewerb befindet, wo wir natürlich auch genau achten müssen, sind wir immer auch kongruent mit den Vorgaben der Europäischen Union. Und insofern gibt es also ein spannungsreiches Verhältnis. Also Bayern ist als Bundesland in Deutschland größer als so manches Mitgliedsland der Europäischen Union. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr wichtige Stellung. Wir liegen fast im Herzen Europas. Viele Verkehrswege laufen über Bayern. Das ist also eine große Herausforderung für uns. Und wir müssen auch sehen, dass wir sehr, sehr stark wirtschaftlich profitieren von einem starken Europa. Deswegen haben wir wohl auch das größte Interesse daran, dass Europa auf einen sozialen Weg weitergeht und dass es erfolgreich ist. Europa ist also gut für das Allgäu, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Deshalb wollen die Parteien bei der Europawahl im Mai ihr damaliges Ergebnis weiter steigern. 2009 erreichte die CSU knapp unter 50%, die SPD stürzte ab und erreichte nur 12,9%, gefolgt von den Grünen mit 11,5%.